Herzlich willkommen bei Aysche Koch Lecker in meine Küche, meine lieben Freunde. Heute werden wir zusammen einen wunderschön leckeren Santaler Gebäck machen. Wie ich das gemacht habe, werden wir zusammen sehen. Zutaten: 400 Gramm Mehl, Vanille und Backpulver, 2 Esslöffel Backkakao. Und hier habe ich dann eigene Zutaten, die ich selber vorbereitet habe, Kurkuma und Ingwer. Dann habe ich hier 50 ml Öl und hier habe ich dann 150 Gramm, fast 200 Gramm Puderzucker, 2 Esslöffel Zucker und dann habe ich dann nochmal Butter. Als nächstes werden wir unser Mehl schön richtig sieben, damit das schöne Masse entsteht. Das ist immer gut zu. Mit dem Butter werden wir es vermengen. Butter ist schon drin. So, ihr könnt auch mit der Maschine machen. Ich habe so ein Handrührgerät. Dann packe ich meine Öl noch mit rein. Und dann eher ganz kleinste Stufe. Jetzt werden wir das schön zusammen. Wenn das Mehl ein bisschen wenig ist, ihr könnt Mehl dazu nehmen, aber ich denke, das reicht. So, jetzt tun wir dann unser Puderzucker noch mit rein. Unser Zucker noch mit rein. Dann tun wir natürlich unser Backpulver und Vanille auch mit rein. Und dann unser Ingwer und Kurkuma mit rein. Und dann schön weiter. So, liebe Freunde, ich habe vergessen, Salz, Prise Salz zu nennen. Kommt auch noch ein bisschen Prise Salz rein und dann ihr seht ja, mit schöner Farbe das bekommen hat, durch den Kurkuma und Ingwer. Oder so lassen. Also mein ist schon fast fertig. Noch ein bisschen werde ich kneten, noch 5 Minuten. So, liebe Freunde, jetzt habe ich Kakao noch mit reingetan, durch 2 geteilt. Die andere Hälfte habe ich dann in einen Teller. Werden wir das in eine Folie umwickeln und in die 2-3 Stunden in den Kühlschrank. Ich versuche die Kanten gerade zu machen, nicht so rund, damit die auch verbraucht werden. So. Vielleicht ein bisschen draußen stehen gelassen habe, ist ein bisschen weicher geworden, aber ist nicht schlimm, wenn ihr Meinung seid zu weich, soll es ja nicht sein. Und dann könnt ihr noch ein bisschen Mehl dazu nehmen. Das ist alles euch überlassen. So, liebe Freunde, jetzt packen wir für 3 Stunden in den Kühlschrank. Dann sehen wir uns später wieder. So, liebe Freunde, die habe ich aus dem Kühlschrank rausgeholt. Die sind richtig hart. Die werde ich dann auspacken und 10-15 Minuten draußen stehen lassen. Dann werde ich kleine Stücke schneiden. Dann sehen wir uns wieder. So, habe ich geschnitten. Beide sind fertig. Die lasse ich nur ein bisschen auftauen und dann formen wir zusammen. So, ein Stempel. Jetzt ist umgekehrt, kann man nicht lesen, aber wenn ich erst drauf drücke, dann könnt ihr dann lesen, was steht auf Englisch. Love with Beckett. Dann zeige ich euch, wie das geht. So, ich habe schon angefangen zu stempeln. Das darf nicht sehr weich werden, weil sehr schwer, kann abbrechen. Deshalb müssen wir das alles mit Gefühl machen. So, liebe Freunde, ich habe mir was einfallen lassen, weil das immer klebt und nicht so schön aussieht. Werde ich erstmal hier mal probieren, ob das mit dem gut auch besser klappt. Ja, ist nicht so deutlich, aber wollte nur probieren, ob das klappt. Ein bisschen Form nimmt das an, okay, würde ich auch nehmen.
Liebe Freunde, habt ihr gesehen? Liebe Freunde, gerade aus dem Backofen raus, ist das jetzt kühl geworden. Das ist ein bisschen hochgegangen, mehr nicht. Na, der Form ist nicht wichtig. Hauptsache, es schmeckt. Sieht sehr lecker aus. Echt. Mach nach, wird mir danken. Man wird ja schon sehen, dass es sich wirklich lohnt. Habe ich dann so eingerichtet. Werde ich dann auch zudecken und dann. Ich könnte auch so eine Glasschale oder Glasbehälter rein tun und dann aufbewahren. Wochenlang wird nicht schlecht. Hat ja jederzeit griffbereit. Und guten Appetit. So, liebe Freunde, zum Schluss lassen wir uns das schmecken. Und bitte nicht vergessen zu abonnieren und unten unter den Kommentaren reinschreiben, wo euch gefallen hat, ob ihr das mögt. Kurkuma Ingwer Gebäck Santaler. Sehr lecker. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr jetzt dabei wart und zugeschaut habt. Bleibt gesund und Glocke aktivieren nicht vergessen.